meiner Konfirmation wählte ich den Spruch aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Besonders das Wort Besonnenheit sticht für mich aus diesem Satz heraus. Auf dem ersten Blick ist es, in schwierigen Situationen gelassen zu bleiben, sich zu besinnen, dem Verstand die Oberhand zu lassen, sich nicht von Panik und Furcht leiten zu lassen, sondern mit Gefasstheit eine umsichtige Entscheidung zu treffen. Eine weitere Deutung der Besonnenheit ist die Disziplin. Liest man die Stelle zum Beispiel in einer englischen Bibel, so findet man dort statt dem Wort Besonnenheit das Wort Self-Control, Selbstkontrolle. Also seine eigenen Grenzen kennen, sich selbst kontrollieren, auch disziplinieren. Wie viel Arbeit tut uns eigentlich gut? Ist es nicht manchmal besser, weniger Verantwortung zu übernehmen und lieber mal einen Nachmittag frei zu haben? Vielleicht schaffen wir es so, unsere Kraft und Kräfte zielgerichteter einzusetzen. Zuletzt bleibt für mich noch der Aspekt der Umsichtigkeit. Einerseits zu erkennen, was um einen herum geschieht. Gibt es vielleicht Menschen, die meine Hilfe benötigen? Andererseits aber auch die Folgen meines Handelns und Sprechens zu erkennen. Ich glaube, es ist wichtig, wertschätzend miteinander umzugehen und auch überlegt und diplomatisch mit den Leuten, die ich vielleicht nicht so mag. Auch wenn ich mich zum Beispiel bei jemandem ärgere und ihn irgendwie verletzt mit einer Beleidigung, denke ich mir doch oft danach, wäre ich in dem Moment doch lieber besonnen geblieben. Und morgen ist ein neuer Tag. Vielleicht auch ein neuer Tag mit mehr Besonnenheit.